Hi, herzlich willkommen, guten Abend. Wir sitzen hier am 25. Open Air mit Andy Schmaus von Elf Morgen und den anderen Jungs. ganz kurz, um die Story zu erwägen, das Drehbuch Open Air ist ein bisschen hier drin auch mit entstanden. Der Sven war damals dabei als junger Mann. Junger Mann, ja, langes her. Sven, erzähl doch einfach mal ganz kurz, wie das Ganze entstanden ist. Es war ja ursprünglich das Drehbuchler Sommerfestival gewesen. Richtig. Wie hat sich da so ein schönes Festival draus entwickelt? Ja, also ich bin ja auch erst seit dem 8. dabei. Seit dem 8. bin ich dabei durch einen ehemaligen Arbeitskollegen, den Michi David. Er ist einer der ersten Helfer hier und die auch immer noch dabei sind am Infostand. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Und ja, beim 9. als Besucher hier gewesen und beim 10. das erste Mal mitgemacht. Und ja, dann hat sich das so noch zu dem entwickelt, was es jetzt geworden ist. Und ich glaube, beim 11. da war das Altenstadtfest, das World Famous Altenstadtfest, wo wir uns über den Weg gelaufen sind. Und dann habe ich gemeint, ich mache ein Festival. Und da hast du gesagt, Alter, dann buch uns doch mal. Und damals, glaube ich, noch unter dem Getränkestand als Nebenbühne. Ja, das stimmt. Ja, mit noch in etwas anderer Besetzung war der da noch unterwegs. Aber so wie des Öfteren. Seitdem, die Bassisten haben stark verschlafen. Seitdem, ja, seid ihr jedes Jahr hier. Und das ist gut, finde ich. Das stimmt. Was da so was geworden ist. Jetzt erzähle ich aus meiner Sicht. Bitte. Ja, so, Andi, erzähl mal. Komm, darum geht's ja hier. Also, was der Sven gesagt hat, ist ja grundsätzlich richtig. Es ist aber, er sagt das so ein bisschen lapidar, aber das Drehbuch Open Air war das erste Festival, was uns überhaupt auf ein Festival gebucht hat. Ever, ever. Weshalb wir uns dann so in das Drehbuch verliebt haben, ist die Tatsache, dass wir als wirklich kleine Nachwuchskombo mit, was weiß ich, 5 Konzerten im Jahr, der Stefan damals gesagt hat, so, ja, also pass auf, und dann spielt ihr einfach direkt vor den Donuts. Also quasi Co-Headliner. Und wir so, okay. Und kamen dann hierher und hatten echt ein unfassbar tolles Konzert. Sind dann, weil wir hatten eine Kabine mit Dusche sogar, das war ja für uns unvorstellbar, das hatten ja nur die wirklichen Stars. Und standen dann unter der Dusche zu dritt. Und dann haben die Donuts Oberlippenbart gespielt und wir haben uns schnell so Handtücher umgeworfen, weil wir gedacht haben, das ist jetzt, wir sind in einer ganz anderen Welt. Und das war für uns das erste Drehbuch. Und dann haben wir ein Jahr, glaube ich, pausiert, weil sie dann gedacht haben, wir können nicht jedes Jahr so ein Highlight raushauen. Haben dann aber im Jahr drauf wieder gemerkt, dass man mit Elf Morgen einen Haufen Geld spart, weil wir ja wirklich für einen Apfel und ein Ei hier Co-Headliner machen. Also das Drehbuch spart dann uns auf jeden Fall 2.500 Euro. Das haben wir dann ziemlich schnell gemerkt. Und ja, seitdem haben wir dann gesagt, okay, pass auf, wir sind sowieso hier. Ja, weil er uns das selber auch kostet. Also. Ja, aber ob wir jetzt spielen oder nicht, haben wir gesagt, wir kommen ja trotzdem, wir bringen alles mit, also können wir auch jedes Jahr spielen. So. Und das war uns so wichtig, weil das hier einfach, das ist Familie. Und das war der Grund, warum wir dann 2013 gesagt haben, okay, pass auf, dann müssen wir uns auch heiraten. Weil also wir uns so verliebt haben und wenn man sich wirklich dolle verliebt, dann kann man auch heiraten. Wenn man weiß, dass das der richtige Partner ist. Flo. Jetzt geben wir mal das Wort dem Kauz, der war da zu der Zeit noch gar nicht auf der Welt. Ist ganz neu auf jeden Fall. Ist ganz neu. Ja, das kann ich ja auch noch erklären, warum ich ja, ich werde ja oft gefragt, warum ich immer neue Leute dabei habe und so, weil das Drehbuch einfach so schön ist und ich möchte das möglichst vielen Leuten ermöglichen, einmal hier zu spielen. Das ist ja auch noch wichtig, weil ich habe nämlich jetzt 25 Jahre Bühnenjubiläum zum 25-Jährigen. Das ist kein Spaß, das stimmt. Also Jubiläum. Und du hattest auch Geburtstag. Und ja. Und ich sag mal, in diesen 11 Jahren Drehbuch bin ich hier mit 8 verschiedenen Mitmusikern aufgetaucht. Diverse Schlagzeuger, diverse Bassisten. Ja, weil ich möchte Ihnen einfach zeigen, aber wie toll es ist. Aber nur einen Tontechniker. Dankeschön. Der Tonflo ist immer am Start. Bitteschön, Flo. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Warum mischst du denn gerne 11 morgens? Sag das doch mal. Das Geld ist wegen. Verdienst du gerne nichts mehr? Genau.
Nee, ich habe den Andi kennengelernt, als er bei mir in einem Workshop war. Und anscheinend fand er das, was ich ihm da so erzählt habe, nicht so schlecht. Da haben wir uns hinterher unterhalten. Und dachten, wir könnten das auch mal live umsetzen. Das hat mir Spaß gemacht mit den Jungs. Menschlich ist der Andi auch zu ertragen, also ist ein netter Kerl. ist ja so. Nö, das ist, glaube ich, jetzt auch ganz gut zusammengewachsen. Wir haben uns da irgendwie ganz gut ergänzt bei vielen Dingen. Haben es geschafft, Elf Morgen so auf ein bisschen anderes Level zu heben, die letzten drei Jahre. Das hat er versucht. Ja, Deutschlands beste Punkband, Leute. Deutschlands älteste Newcomer-Band. Auch das. Ja, der Welt. Ja, Deutschlands beste Newcomer-Band der Welt. So muss das korrekt heißen, ja, genau. Und Weltrekordhalter im Schubkarre auf das. Das ist ja, das vergisst ja, man das immer. Ja, das weiß aber jeder, das muss nicht sein. Ach so, okay. Das weiß jeder. Geht gleich auf die Bühne? Ja. Ich hoffe, ihr habt was vorbereitet. Ja, klar. Ich kenne, also nichts. Ja, aber er war völlig schockiert, dass er 70 Minuten Spielzeit hat heute. Echt? Ja. Also so lange weiß ich gar nicht, das habe ich noch nie geschafft, so lange. Das ist so 70 Minuten Sport. Ja, das hält dabei ist mein Körper gar nicht so für Sport gemacht. Ich bin für 53 bist du noch mega fit an dem. Ja, danke sehr. Hast du gut gemacht. Also Andi hatte jetzt auch am Samstag Geburtstag. Ja. 53. 53 oder 74 oder sowas. 75 geboren. Wieso läuft denn deine Brille so krass an? Weil hier sau heiß ist, weil hier 600 Grad drinne. Ihr müsst verstehen, wir schwitzen jetzt wie die Sau hier. Die Fenster sind zu, damit ihr den Ton versteht, weil da draußen gerade ein Soundcheck ist und eine Band spielt. Deswegen werden wir das Interview jetzt auch an der Stelle, glaube ich, mal beenden. Das haben war wir alles aber gut, dass der Kautz dabei war. Der Kautz war dabei, ja, der ist ganz neu, der muss das noch erleben. Ja, der schwitzt sich jetzt erstmal einen raus. Haben wir alles Wichtige gesagt? Ich denke, wir haben alles Wichtige gesagt. Wir haben Spaß, wir haben 25 Jahre Drehbuch Open Air. Heute ist der letzte Abend. Wir haben ziemlich geile Besucherzahlen gehabt. Wir haben 1500 Camper da. Wir hatten Freitag und Samstag 3300 Leute auf dem Platz. Wir haben heute nochmal 2900 Leute auf dem Platz. So. Und dementsprechend werden wir das Ganze feiern im Team, alle zusammen. Im Team. wir stürmen nochmal dem Schmaus seine Bude. Ja, Drehbuch Open Air, vielen, vielen Dank für alles, für viele unfassbar tolle Momente, für so toll sein. Bleibt so wie ihr seid auf die nächsten 25 Jahre. Wir werden so lange hier spielen, wie es euch gibt. Alles Gute zum Geburtstag. Auch von mir. Von Sven. Und wenn wir überhaupt nicht mehr spielen, einmal im Jahr kommen wir trotzdem hierher und spielen auf dem Drehbuch Open Air. Auch wenn wir das Festival nicht aufbauen. Das ist ja egal. Also. Wir kommen ja eh in so einen Container. Auf die Schaukel vom Spielplatz. Wir packen uns in den Container und dann holt ihr uns irgendwann raus. Und dann super, wie die Clowns. Dann gewöhnen wir uns kurz an das Licht, weil es erstmal wieder komisch ist. Ja. So, jetzt gehen wir alle mal duschen. Ja. Und dann auf, vielen, vielen Dank, Trevor. Dankeschön, Trevor. Da haben wir ja schön viel Quatsch erzählt. Ist mir nichts anderes raus geplant. Hier. Ja. Das ist ja echt nicht klar. Also, hier, vergesst deine Kippen nicht.